Heute ist der 3.6. und wir haben keine Ahnung, was heute Abend passiert. Ich fall glatt vom Dom. Öschermädchen in Köln. Unfassbar, die haben hier so einen Alarm gemacht. Es war einfach wunderschön, wunderschöne Zeit. Die fünfte Musiknacht. Das ist ein großes Fest in Dünnwald, für Dünnwalder, mit Konzerten an 16 verschiedenen Standorten. Das kann die Apotheke sein, das kann der Bestatter sein, das kann das Schützenheim sein. Von den 18 Formationen, die wir haben, sind dieses Jahr 8 komplett neue. Es ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Es ist total spannend, interessant und alle, die auftreten, sind aus Dünnwald, leben hier, arbeiten hier, wie auch immer. Also wir haben ein ganz buntes... Das ist mittlerweile, pardon, wenn ich das Wort frage, das ist mittlerweile mehr als Tradition. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, was nach der Tradition kommt. Brauchtum, Tradition und noch mehr, es ist die fünfte Musiknacht. Freue ich mich, wie jedes Jahr darauf mitzufahren und mit so zwei links und rechts. Natürlich super. Ne, und mit dir natürlich auch. Und, ne, ich glaube, wenn alles gut läuft, haben wir das nächstes Jahr wieder und dann das Jahr noch und dann das Jahr noch und so wird es immer wieder jung. Und noch ein Gruß an dieser Stelle an Robert. Ja, an Robert. Und Arno. Warum sind Sie nicht? Der Robert ist leider krank heute und der Arno spielt selber. Von daher kann er jetzt hier nicht sein. Türe zu! Ja. Ja, ja, Tür ist zu. Ganz klar. Dann wünsche ich viel Erfolg. Ja, so. Danke. Bis später. Tschüss, tschüss. Denn ich kriege nicht hin, eine echte Kölsche Jung zu sehen. Fünf, 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 ich mache fünf. Ich bin ein verwundertes
Wir haben eigentlich Rock, Country und Blues Einschläge. Ich würde sagen, das sind so die Musikrichtungen, die wir alle zusammengepackt haben. Und in den nächsten Blöcken haben wir auch noch ein paar Schätze dabei. Und wenn du lauter lachst, dann können die anderen.
super. Das kann man nicht mieten. Du hast die Kamera auch noch dabei. Alles gut, alles prima. Gefällt mir sehr gut, ja, deswegen bin ich auch hier und nicht zum ersten Mal. Ja, super. Ja. Ich kann mich nur anschließen, wir gehören zusammen, also wir genießen das. Ich fall glatt vom Dom, kann man da wirklich nicht sagen. So schön und eigentlich jedes Mal, wenn wir hier in Dünnwald, Dünnwalder Musik nachhören, haben wir schönes Wetter. Und das ist toll. Und dann die schönen unterschiedlichen Musikprogramme. Super. Sehr schön. Viel Spaß. Sind Sie jetzt zum ersten Mal hier oder? Sehe ich so aus, Jack? Ich ziehe die Frage zurück. Okay. Hallo. Ja. Willkommen bei uns. Sehr schön. Und? Ja, es ist tatsächlich meine erste Musiknacht hier und die ersten beiden 35 Minuten waren der Knaller hier. Also unfassbar. Die haben hier so einen Alarm gemacht. Also ich war schon zweimal fertig mit Danke und Orange. Und dann machten die einfach weiter. Westering home and a song in the air, a light in the eye, it's goodbye to care. Laughter all love and a welcoming there. I love my heart, my own one. I love my heart, my own one. I love my heart, my own desire. Westering home. Da könnt ihr mir mal helfen. Alive, alive, home ist gar nicht so schwer, oder? To all the fishmonger, it sure was a wonder, for they were a father and mother before. Through wheel, pole, narrow, to streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, home. Alive, alive, home. Alive, alive, home. Crying cockles and mussels, alive, alive, home. Ich hätte auch nicht gedacht, dass hier in Dünnwald mal so viel los ist. Also eben waren hier die Straße, die war hier eben gesäumt von Menschen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und es ist, muss ich sagen, super organisiert. Also ich habe schon andere Kneipenfestivals gespielt. Das war nicht so gut. Ja, super, ganz toll. Die leben noch. Was möchtest du wissen? Dass du viel Stau erlebt hast. Bis jetzt habe ich noch keinen Stau erlebt. Sie sind alle gut drauf, sind alle freundlich, winken alle, zeigen den Daumen hoch, wunderbar. Fast auch alle, hören auch alle auf mich, wenn ich was sage. Und dann, oder das ist das Wichtigste. Ich komme aus Dünnwald und meine Freundin kommt extra aus Aachen hier. Aus Aachen? Ja. Ja. Da gibt's doch was nicht in Aachen. Öschermädchen in Köln. Alles klar. Na dann, viel Spaß weiterhin. Danke. Thank you.
rainbow. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Weil ich am 29.76 Jahre alt werde und meine Frau mir letztes Jahr schon gesagt hat, du kannst ruhig weitermachen, aber ohne mich. Wenn ich also in 2 Jahren mit meiner Frau 50 Jahre verheiratet bin, gibt mir das zu denken, ohne sie geht es gar nicht. Der Nachteil ist dabei, ich habe 2 Hälften in meinem Körper. Die eine Hälfte sagt, schade, und die andere Hälfte sagt, gut so, mit 70 Jahren ist auf Schluss. Wie lange hast du das? 27 Jahre. Da hast du viel erlebt. Ja.
gute und schlechte Zeiten oder alles gut? Wir haben gute und schlechte Zeiten gehabt. Ja. Corona war natürlich der Höhepunkt der negativen Seite, ja, wie in jeder Gastronomie auch gewesen ist. Aber ansonsten war immer tolles Publikum, tolle Leute, nette Gäste. Viele, viele Stammtische gehabt. Es war einfach wunderschön, wunderschöne Zeit. So bist du eigentlich hier so eine Institution? Ne? Ja, ja, ja. Für alle, die sozusagen bei dir Sorgen und Freuden wahrscheinlich auch auf der Theke oder vor der Theke mit hier. Ich könnte ein Buch schreiben. Ich habe mir mal damals mal gesagt, Mensch, hättest du besser mal jeden Tag 3 Sätze aufgeschrieben, ja, und die auf Kölsch verfasst und dann ein Buch darüber geschrieben auf Kölsch, ja, und dann immer ein Pseudonym zu haben. Und jeder hätte sich wiedererkannt, der gemeint ist. Ja. Das wäre schon toll gewesen. Weil das ist ja tatsächlich, du hast ja, schätze ich mal, oder gehe ich stark davon aus, dass du schon mittlerweile verschiedene Generationen in dieser Zeit zu Gast hast. Ja. Also am Anfang hatte ich Kinder bei mir am Küchentisch, die haben Gurken und Tomaten gegessen, die ich geschert habe, obwohl ich das Essen gemacht habe. Und heute sind das gestandene Männer. Wie geht es dir emotional jetzt, wenn ich diese Frage so direkt stellen darf? Wenn ich mich rumdrehe, könnte ich heulen. Dann wünsche ich dir weiterhin nach dieser intensiven Zeit, dass dir dann das Leben viel Freude weitermacht. Solange man gesund ist, und mit Sicherheit werde ich auch verschiedenen Gästen dann auf den Nerv gehen, die sind mir vorher auf den Nerv gegangen, dann gehe ich denen auf den Nerv und bringe dann irgendwann eine Flasche Bier und eine Flasche Wein mit und sage, so, jetzt können wir einen trinken. Ein bisschen heißer sein können. Summer in the City!